Yo, was geht ab, Leute? Cenk ist wieder mal am Start zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ihr könnt es schon im Titel lesen. Heute etwas Besonderes, etwas, was noch nicht auf meinem Kanal war, und zwar ein Totti Pack Rager vs. FIFA Gaming. Yo, Leute, ich bin auch am Start. Ja, ich bin gespannt. Das erste Mal auf deinem Kanal die Pack Rager. Bei mir haben wir es auch schon gemacht und ich muss sagen, ja, das bockt schon, ey. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, soll ich es erklären? Willst du es erklären? Hau mal raus hier. Komm, kannst erklären. Okay, also, wir werden beide 100k-Set aufmachen. Ihr seht jetzt bei mir hier, ich habe hier gerade ein 100k-Free-Pack. Aber kommt ihr auf selbe hinaus, denn in beiden Packs sind 24 Spieler. Und aus diesen 24 Spielern dürfen wir uns dann gleich unser Team zusammenbauen. Nur aus diesen 24 Spielern, wir dürfen keinen hinzufügen. Dementsprechend wird natürlich das Team höchstwahrscheinlich nicht 100 Chemie haben. Und wahrscheinlich auch keine, ja, allzu guten Spieler auf den einzelnen Positionen. Am Ende werden wir dann mit diesen beiden Teams gegeneinander spielen. Und ja, der Verlierer muss dann natürlich je nachdem, wie die Tordifferenz ist. Spieler abstoßen, das kennt ihr, denke ich mal, schon. Das brauchen wir nicht großartig erklären. Und ja, so ist es eigentlich, denke ich mal, kurz und knapp erklärt. Ich feiere es eigentlich richtig. Wenn ihr es öfter sehen wollt, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal von Cenk, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, man, alle abonnieren und Like da lassen. Ist auf jeden Fall eine fresche Sache, dieses Pack Rager. Dachte ich mir, können wir das mal aufnehmen? Totti ist draußen. Das heißt, man kann sogar ein Totti ziehen, man kann eine Icon ziehen, man kann alles ziehen. Ja, Team of the Year wäre natürlich absolut perfekt. Das Ding ist, der erste Spieler ist ja sozusagen dann, ja, kann man sagen, der Captain, weil den nimmt man meistens eh, weil es natürlich der Beste dann ist. Und das kann natürlich schon entscheidend sein, wenn man da einen heftigen Spieler hat, wie ein Team of the Year, wie eine Icon oder wie ein heftiger Walkout einfach nur, dann könnte es natürlich schon entscheidend sein, sag ich jetzt mal. Und ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon direkt das erste Pack aushauen, oder? Ich bin schon gespannt aufs Pack. Ich habe richtig Bock auf dieses 100k-Pack. Es wird das letzte sein, was ich jetzt in diesem Totti ziehen werde. Ja, bei mir, ja. Ja, doch, vielleicht noch ein bisschen. Also, dann würde ich sagen, ja, wenn du bereit bist, hau mal raus hier. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, bitte. Ich will was ziehen. Ich will einfach was Krasses ziehen. Gar kein Team of the Year. Was für Walkout? Wand. Kein Team of the Year. Frankreich? Deutschland? Nein! Mittelstürmer, was? Walkout, Thomas Müller. Hey. Hey, ja, was hast du? Umtiti. Oh, das ist bitter, Digga. Okay, ich hab Thomas Müller. Ist okay, Digga. Kann man mit leben, würde ich sagen. Aber ich schau mal, was noch dahinter ist. Weil es könnte ja rein theoretisch jetzt noch was Gutes dahinter am Start sein. Schauen wir mal, Rex. Hoffentlich, Digga. Come on. Ich hab jetzt geskippt und... Ja, Hector habe ich noch aus der Bundesliga. Da kann man vielleicht irgendwie ein bisschen was... obwohl. Ich habe Origi, ich habe einen Endtap. Da sind auch noch ein paar weitere Bundesliga-Spieler. Aber das war's dann auch. Boah. Ich habe krasse Spieler am Start, wie Vidal von Barca. Rechtsverteidiger mit 91 Pace, eigentlich perfekt. Ja, das stimmt. Ja. Premier League ist am Start. Eigentlich ist alles gut. Ja, bei mir auch. Also ich hab viele Premier League-Spieler. Ich habe auch viele Bundesliga-Spieler. 5-6 Bundesliga-Spieler. Das heißt, ich werde, denke ich mal, überwiegend hier Bundesliga reinpacken. Und ja, dann würde ich sagen, packen wir kurz die Spieler hier in unser Team. Und wir werden jetzt gleich dann natürlich mit diesen 24 Spielern, das werdet ihr dann gleich noch live sehen, das Team zusammenbauen. Wir packen jetzt erstmal nach und nach alle Spieler hier, würde ich sagen, in die aktive Mannschaft. So, ey, das ist wichtig, man. Hast du einen Torwart? Ich habe Butland hier schon, ohne Torhüter. Stimmt, warte mal. Ich habe Butland, ich habe einen. Warte. Oh, hast du keinen? Ich glaube, ich habe keinen Torwart. Oh, shit. Ey, ich habe keinen Torwart. Ehrlich? Oh, scheiße. Ich habe echt keinen Torwart. Ich habe Butland. Ey, du musst ohne Torwart spielen, okay. Ey, das wird gleich richtig bitter für dich. Naja, dann packen wir kurz die Spieler ins Team und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Team zusammenbauen. Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei unseren aktiven Mannschaften angelangt. Wir haben hier die besten Spieler eingefügt. Und ja, Leute, was wir noch nicht erwähnt haben, wir werden es so machen, der Verlierer wird das ganze Team abstoßen. Das heißt, das ist so ein kleines Extreme-Pack-Rager. Ja, ist ein bisschen spannender, würde ich sagen, so, weil... Wir schauen mal jetzt. Ich habe, glaube ich, einen ganz guten Plan schon, weil ich habe echt viele Bundesliga-Spieler, muss ich ehrlich sagen. Aber naja, man weiß nie. So, das passt schon mal ganz gut. Hector habe ich hier noch. Ich suche gerade hier den größten Spieler für mein Tor. Du hast keinen... Ja, okay, ohne Torwart wird es natürlich echt schwer für dich. Aber, ja, mein Torwart hat jetzt auch kaum Chemie, um ehrlich zu sein. Aber sonst passt eigentlich okay. Sonst ist es okay, würde ich sagen. So, zack, zack. Boah, ich habe Stronglink mit Umtiti und Dings da Vidal. Ja, ist okay, würde ich sagen. Kann man mit leben. Kann man mit leben, ne? Richtig mit leben. So, ich schaue jetzt mal gerade hier. Das Ding ist, ich weiß selber nicht so richtig, wie ich es machen soll.
Okay, ich gehe jetzt hier hin. Doch, so könnte es eigentlich ganz fresh werden. Digga, ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig Innenverteidiger hier aus der richtigen Liga. 67 Chemie habe ich jetzt. Das ist okay, aber. Da geht bestimmt noch was. Es sei denn, warte mal. Was ist, wenn ich den. Das bringt auch nichts. Da sieht der es ein, das bringt auch nichts. Das bringt gar nichts hier gerade. Okay. Oh, noch ein Strong Link. Oh, nice, Alter. Das ist ja richtig nice. Ich glaube schon fast, dass ich auf mehr hier kaum kommen werde. Nee. Oh, das geht echt klar gerade. Okay, ich bin fertig, glaube ich, weil auf mehr. Auf mehr Chemie werde ich hier nicht kommen. Das ist das Bestmöglichste. Jetzt hier 67 Chemie, 80er Wertung. Muss man ehrlich sein. Naja, geht besser. Geht aber auch schlechter. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Durch den Torhüter wirst du natürlich auch wahrscheinlich viel Chemie direkt verloren haben. Warte, wie viel hast du nochmal? 67 nur. Ich habe 66 und mir fehlt eine Posi. Okay, dir fehlt eine Posi. Mir fehlt eine Posi. Warte. Versuch gerade noch das Bestmöglichste draus zu machen. Okay, ja, ich bin soweit fertig. Ich muss sagen, das Team gefällt mir jetzt eigentlich so ganz gut, weil ich habe geile Spieler dabei, wie Costa, Origi, Thomas Müller, Tepp, Bernardo Silva. Fehlt hier das schon in Ordnung eigentlich. Bartland im Tor ist auch OP. Von daher sollte es eigentlich möglich sein, hier gegen mich zu gewinnen, um ehrlich zu sein. Ja, könnte möglich sein. Ohne Torhüter muss, Digga. Ja, muss eigentlich, ne? Okay, ich habe fertig gebaut. 80er Bewertung, 67er Chemie. Boah, ey, genau dasselbe wie bei mir. Geil, Digga. Okay. Ja, das ist gleich, ja? Ja, ich habe auch 80 Bewertungen, 67 Chemie. Das heißt, wir haben beide dieselben Voraussetzungen. Jetzt schauen wir mal. Das Ding ist, der Verlierer muss das ganze Team abstoßen und ich habe halt Thomas Müller am Start. Der ist immerhin. Mal schauen. Ist der wert. Ja, gut. Boah, 15.000, 20.000. Würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel, Leute, weil viel mehr kann man jetzt hier auch nicht ändern. Ab geht's. Okay, Leute, im Hintergrund seht ihr jetzt unsere Teams. Wir wissen noch gar nicht, wie sie aufgebaut sind. Ey, du hast Gila, Wugi und Arnold. Die hätte ich bei der richtig gut gebrauchen können. Ach, du hast Stones, Costa. Ey. Du hast Stones im Tor, Digga. Ey, jetzt einen Torhüter gehabt, ne? Noch aus der La Liga oder so. Dann wäre das Team echt gut gewesen. Das wäre echt krass. Boah, du hast Bernardo Silva, Fekir, du hast Entep oder Ntep, wie ausgesprochen wird. Sind schon ein paar gute Spieler dabei. Wird jetzt ein interessantes Spiel. Ey, wisst ihr, das Verlierer muss das gesamte Team abstoßen. Chicharito. Der ist schnell. Nein, da komme ich nicht. Hinter. Oh, Butland. Ja. Ah! Hä? Alter, denn? Was war das denn? Wie kann man denn gegen den Pfosten schießen von da? Ey, das war schon Aquino. Fast unmöglich. Hä, Chicharito ist ja voll schnell. Der hat eine 79 Pace auf seiner Karte. Der war auch viel schneller. Der letzte 90. Vorne ist er doch ganz frei. Nein, Rigi. Stones. Dein Torwart ist eine Maschine, Alter. Lässt er sich nicht nehmen, ey. Hector. Boah. Da hinten. Ach, der spielt den. Ein Meter in den Fuß. Nein. Digga. Komm jetzt aber. Ey. Das Stones. Muss es sein. Jawohl, 1 zu 1. Ey. Abiol macht den sogar. Ey. Hä? Chicharito. Lala. Gut, Digga. Chicharito ist eine Maschine, Mann. Der setzt sich da richtig gut immer durch. Der ist gut. Läuft bei dem. Muss sein. Nein. Okay, 2-2, Origi. Das ist da. Nein. Und der Kollege hat... Oh, das 5 Sterne Skills. Oh. Müller. Ey. Oh Gott. Ist es dein Ernst? Was war das denn? Oh mein Gott, ey. Fuck. Oh, wer ist denn das, Alter? Nein. Wow. Oh, Stones. Das war kein Abseits. Was? Hat den Ding gehalten. Stones! Alter! Ja. Gretschin, Alter! Werd doch nicht aggressiv, ey. Oha, Digga! Junge! Oha! Bro, das Digga. War ein Pass! Alter! Weil der eine schießt schlechter als der andere. Ey! Chicharito, der fällt da über jeden Zweikampf, Digga! Ach! Ey, der knockt den Fool aus. Okay, Elva, Digga, das ist die Chance jetzt für dich hier. Mit Umtiti oder was? Boah, Stones. Das ist gut, jetzt, dass du einen Torwart hast. Aber der verschießt ihn. Ey, der chillt da schon wieder 20 Stunden. Und jetzt... Was meint mein Keeper? Gibt's los? Die Kontermöglichkeit, Bro. Jetzt gibt's die Kontermöglichkeit. Ich will mal jetzt... Nein. Oh. Hey!
Stones. Origi! Stones. Komm. Ey, es laggt. Digga, Origi. Hernandez. Ja, das ist es. Das ist es. Nein, Digga, was? Ich spiele doch voll auf ist es. Digga. Nein, Chicharito mit dem Dreierpack oder so. Na, jetzt Müller. Boah! 3 zu 3, Junge. Okay, Bro. Chiri! Nein. Jawohl, nein. Junge! Es gibt den Elfer! Der hat mich aber auch umgerissen da ein halbes Jahr, ey, ganz ehrlich, Mann. So, das ist jetzt die Entscheidung in der 90. Wer macht es? Nee, Digga, Costa macht es nicht. Das macht mein Captain Thomas Müller. Wo ist der? Hier ist er, Junge. Okay, Thomas Müller. Come on, Müller. Mach ihn rein. Müller, Junge! Das war's! 4 zu 3. Nein. Ja, auf Krampf! Mach ihn doch! Alter! Wie kann er den vorbeischießen? Den muss er machen, dann steht's 4-4. Wie lange? Gehen schon wieder die Nachspielzeit! Alter. Endlich, ey. Ey, Mann, er hat 4 zu 3, Bro. Das heißt, du musst dein Team abstoßen. Aber der einzig Gute war eigentlich Chicharito, um ehrlich zu sein. Okay, Leute, hier im Hintergrund seht ihr mein Team. Echt, das Kader ist einfach auf ganz schnell, ganz ehrlich. Die waren alle scheiße. Hau alle weg, Digga. Das Ding ist, es war ein knappes Spiel im Endeffekt. Denn Chicharito war echt stark, muss ich sagen. Und ich muss sagen, ist gar nicht so krass aufgefallen, dass du Stones im Tor hattest. Der hat echt ein, zweimal richtig, richtig stark gehalten. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht aus jeder Lage draufgebolzt habe, aber... Der hat eigentlich gut gehalten, ganz ehrlich, es war okay. Für einen Spieler ist es in Ordnung gewesen. So. Muss ich auch sagen. Hast du es schon alle weggehauen? Noch ein paar Spieler. Ersatzbank, das kann ich dann einfach mit, außer Bernie, ey. Bernie, absolute Legend, Leute. Absolute Legende. Leute, ihr müsst euch das einfach mal geben. Ich diskarde gerade ein 100k-Pack. Ja, aber du hattest ja keinen Walkout drin, von daher war es nicht ganz so schlimm. Bei mir ist es bitter gewesen, weil ich hatte Thomas Müller, der ist so 25 bis 30k wert. 600 Münzen, naja. Das stimmt. Hast du alles auf weg? Jeden Fall war es das von dem Video. Alles ist weg. Und ich würde sagen, Leute, lasst nochmal ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ja, von diesen Pack-Wagers. Und natürlich Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir beide sind raus. Haut rein. Ciao.